Der Kunde schreit, der Kellner läuft, damit die Karte richtig säuft. Nein, Scherz beiseite. Aber ein was Neues haben wir heute von unseren so heiß und innig geliebten Soft Power Play Tables. Genau, und das ist das neue More Power Tool. Wir brauchen alle More Power. Alle haben geschrien, wir haben eine Radiant 7. Wir brauchen mehr Power. Schön, jetzt kriegt er sie. Und das Tool kann jetzt mittlerweile nicht nur die Navi bedienen, sondern auch die Radiant 7. Das ist jetzt die Version 1.04. Das Changelog findet ihr auf der Homepage. Ja, und wer den Link noch nicht kennt, hier, folgt mal meinem Finger da unten drunter. In der Beschreibung steht unter anderem auch ein Link auf die Homepage. Da haben wir natürlich die Einführung und den Download. Und das Ganze haben wir einmal in Deutsch und wir haben es natürlich auch in Englisch. Also je nachdem, was ihr gerne hättet, ist auf beiden das Gleiche drauf. Multilingual, bitteschön, bedient euch. Was das Tool noch kann, schaut mal, hier liegt eine Karte und hier steht eine und da steht eine. Das sind Bordpartnerkarten. Das darf man die natürlich noch nicht testen. Das heißt, testen darf man sie schon, aber man darf natürlich diese Testergebnisse vor dem 13., 14., whatever, nicht veröffentlichen. Was natürlich einigermaßen schade ist. Ich hätte ja so gern mal reingeguckt, aber leider Gottes, MSI möchte auch nicht, dass wir vor dem 14. hier irgendwo ein Fitzelchen von dieser Karte zeigen. Da haben wir ersatzweise auf der Homepage ein paar Bilder für euch. Könnt ihr euch ja schon mal angucken, so zum Appetit holen. Ja, mehr gibt es eigentlich heute nicht zu sagen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, vielleicht einen doch noch. Ich war ja diese Woche bei AMD und haben wir uns Epic 2 angeschaut. Das war hochinteressant. Neue Server-CPU. Aber was ist jetzt so für den Consumer daran interessant? Es ist eigentlich so ein kleines Preview, eine Vorausschau auf das, was jetzt auch für den Consumer vielleicht in ja, absehbarer Zeit noch kommen könnte. In Form eines Threadripper 3. Der fehlt nämlich auch noch. Und wenn man sich das mal anschaut, was dort wirklich möglich ist, dann Hut ab und dann bin ich schon mal gespannt auch auf diese neuen Updates. Denn was interessant ist, die Surferboards lassen sich alle per BIOS-Update auf PCI Express 4.0 hieven. Im Vergleich zu den einfachen Consumerboards mit dem ja, X470, X370, die gehen nämlich jetzt mit dem letzten BIOS von AMD definitiv nicht mehr. Das neueste Agesa-Update hat man es halt dann rausgebaut. Nicht ganz ohne Selbstzweck wahrscheinlich, aber man hat auch diverse Gründe dafür. Serverboards sind generell anders konstruiert. Das Layout sollte eigentlich passen und wir haben dann auch dort in San Francisco vor Ort ein paar Server schon angucken können. Also man kann dann auch mal in die Racks reingucken und das geht hin bis zu diesen Cray-Einschüben. Die sind übrigens geheim, OEM-Ware, also Cray lässt bei, Gigabyte produzieren, sind also Gigabyte-Platinen drin. Und auch die schaffen PCI Express 4.0. Sie sind also kompatibel zu Epic und zu Epic 2. Das mal als kleine interessante Zwischenbemerkung noch. Also am Schluss oder kurz vorm Schluss. Und ich mache es heute kurz und schmerzlos und wünsche euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Ich schlafe mich jetzt mal richtig aus, weil die Woche war so richtig stressig und hammerhart. Ich habe noch einen Jetlag. Gut, man wird ja auch nicht jünger. Und in dem Sinne wünsche ich euch den obligatorischen Salvatore, das ist er übrigens. Und ansonsten, ja, tschüss. Und wie immer, einen habe ich noch. I need more power. I need more power. Das war's. Tschüss.